Herr Strowitzki, am 1. Oktober beginnt mit der Caravan Live eine Reihe von Messen, die Sie in den Hallen der Messe Freiburg durchführen. Fühlen Sie sich denn wohl bei dem Gedanken, jetzt wieder mit den Messen zu starten? Also nicht nur ich fühle mich sehr wohl, sondern auch das Team der Messe Freiburg bzw. der FETM. Wir fühlen uns sehr wohl gemeinsam mit den Ausstellern, gemeinsam aber auch mit den Besuchern, die sich dato schon angemeldet haben, für einen Besuch, die Messen zu besuchen. Und wir gehen ganz positiv in die nächsten Wochen bzw. in das dritte Quartal dieses Jahres und freuen uns einfach auf die Aufgaben, die vor uns sind und auf die Veranstaltungen und letztendlich auch darum, dass wir die Arbeit vollenden kann, die wir die ganze Zeit vorbereitet haben, mit der Unwissenheit, ob wir starten dürfen oder nicht. Aber nun wurde ja die Plaza Culinaria bereits im Juli abgesagt. Warum finden denn nun die Caravan Live und die Gebrauchtwagenverkaufsschau statt? Die Rahmenbedingungen haben sich ja nicht verändert. Nein, die Rahmenbedingungen haben sich nicht geändert. Allerdings sind natürlich die Veranstaltungen unterschiedlich zu betrachten. Also eine Plaza Culinaria kann ich nicht mit einer Gebrauchtwagen- oder auch einer Caravan-Messe vergleichen. Bei der Plaza Culinaria ging es sehr viel um das soziale Miteinander, der Genuss stand im Vordergrund, das heißt der Austausch mit den Ausstellern, das Probieren und wie gesagt das Genießen bis in die Abendstunden, während es bei der Caravan bzw. auch bei der Gebrauchtwagenmesse natürlich um das Produkt Fahrzeuge in dem Falle geht, welche besichtigt werden können, welche in Gesprächen mit den Verkäufern, mit den Ausstellern natürlich dann auch gekauft werden sollten. Von daher sind die Veranstaltungen selber miteinander gar nicht zu vergleichen und von daher gab es keinen Grund, über eine Absage der Caravan Live bzw. auch der Gebrauchtwagenmesse nachzudenken. Und welche sind die Vorgaben des Landes Baden-Württemberg, die eingehalten werden müssen? Also es gibt unterschiedliche Vorgaben des Landes Baden-Württemberg zur Veranstaltung bzw. zur Durchführung von Messen. Die wichtigsten sind, glaube ich, in unserem Falle, dass jeder Besucher mindestens 7 Quadratmeter für sich haben muss. Das heißt also, wir sind eingeschränkt in der Besucheranzahl, welche zu einem Moment auf der Messe sein darf, weshalb wir auch teilweise mit Slots, Tagesslots oder Halbtagesslots arbeiten, um genügend Besucher sozusagen die Möglichkeit zu geben, auf die Messe zu kommen. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass die Nachverfolgbarkeit der Adressen des Besuchers sozusagen möglich gemacht werden muss. Das heißt, wir arbeiten hier mit Registrierungen, Vorabregistrierungen. Das heißt, die Tickets können nur online und nur im Vorfeld gebucht werden. Und der Besucher muss sich auch für einen bestimmten Tag bzw. teilweise für einen bestimmten Slot anmelden und sich vorab entscheiden, wann genau er die Messe besuchen will. Gibt es denn darüber hinaus noch weitere Maßnahmen, die die Messe Freiburg zum Schutz der Besucher, aber vielleicht auch zum Schutz der Mitarbeiter und der Dienstleister umsetzt? Also auch das sind unterschiedliche Leistungen bzw. unterschiedliche Angebote, die wir in diesem Fall jetzt anbieten. Das heißt, es geht natürlich von Desinfektionsmöglichkeiten an den Übergängen, an den Eingängen bzw. auch den Ausgängen. Es sind Abstandsregelungen auf dem Fußboden gekennzeichnet. Wir werden zusätzliches Personal parat haben, die in den Hallen darauf achten, dass die Maßgaben umgesetzt werden von den Besuchern, aber auch von den Ausstellern. Auch die Catering-Bereiche sind größer geworden, um den Besuchern die Möglichkeit zu geben, jederzeit einen Platz zu finden und sich sozusagen auszuruhen von ihrem Besuch. Und auch dort werden die Maßgaben der Corona-Bedingungen oder der Verordnung umgesetzt von unserem Caterer. Und somit sollte jeder Besucher ein gutes Gefühl hier haben, wenn er die Messe Freiburg besucht. Und wir sind überzeugt davon, alles Mögliche, Menschenmögliche getan zu haben, um den Besuch auch nachhaltig als positiv in Erinnerung zu halten. Die Maßnahmen, die Sie gerade aufgeführt haben, sorgen jetzt dafür, dass die Caravan Live wieder starten kann und dass sie mit der Caravan Live starten kann. Das klingt jetzt aber nach einer großen Herausforderung im Hinblick auf Koordination im Vorfeld. Ja, herausfordernd ist es, aber letztendlich sind Herausforderungen auch unser Job und das, was wir machen wollen auch. Und wir wollen Messen veranstalten, wir wollen Menschen miteinander zusammenführen hier auf der Messe Freiburg. Und dafür tun wir alles, was in unserer Macht ist und was wir können, um sozusagen die Maßgaben umzusetzen, um die Vorgaben umzusetzen, um aber auch die Aussteller, welche ja wirklich danach lechzen, wieder
auf Messen auszustellen, hierher nach Freiburg zu bringen, mit einem guten Gefühl auch die Besucher zu treffen, die sozusagen dann die Produkte kaufen sollen bzw. anschauen sollen. Und von daher, ja, wir wachsen mit den Herausforderungen, es ist was Neues und wir gehen auch nicht davon aus, dass diese Herausforderungen am 31.12. enden in diesem Jahr. Ich denke, dass wir Corona sicherlich noch etwas weiter miterleben müssen und von daher ist es jetzt ein guter Start in die Weihnachts- oder Wintersaison und von daher sind wir vorbereitet auf alles das, was kommt. Und jetzt zu guter Letzt, wenn es am 1. Oktober denn wieder losgeht, worauf freuen Sie sich denn am meisten? Ganz ehrlich, ich freue mich einfach, dass es wieder losgeht, dass wir die Türen öffnen, dass Besucher kommen, dass die Teams, die Mitarbeiter, die an der Veranstaltung gewirkt haben, mit einem lachenden Gesicht und auch einem gewissen Stolz in der Brust durch die Hallen gehen und sagen können, gut, dass wir daran festgehalten haben und ja, das ist... Das Positive wird überwiegen. Absolut. Herzlichen Dank. Danke auch.